Endlich. Isabel Edfards Sohn verrät Namen ihres kleinen Sohnes. Mitte September ist Let's Dance-Tänzerin Isabel Edfards Sohn, 35, Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Ihre ersten Wochen als frischgebackene Mama hat sie mit ihren Fans in den sozialen Medien geteilt. Nur eine Information hatte sie bislang geheim gehalten, den Namen ihres Kindes. Doch den hat nun endlich verraten. Im Gespräch mit Gala erzählte sie von der Namensfindung: "Bei uns war das ein sehr langer Prozess. Wir hatten ein paar Favoriten ausgesucht und erst, als der kleine Prinz auf die Welt kam, haben wir uns entschieden." Letztendlich konnte sich ihr Ehemann, 43, mit seinem Vorschlag durchsetzen. Er heißt Mika. Ein Name, der auch in Skandinavien häufig vergeben wird. Passend, denn der Kleine soll zweisprachig aufwachsen, ich werde nur mit ihm Schwedisch sprechen, damit er das lernt. Sie wolle ihrem Sohn, der beide Staatsbürgerschaften haben wird, ihre Heimat näher bringen. Das Tanzen vermisse sie derzeit nicht so sehr. Ich genieße es am allermeisten momentan, keinen Zeitplan zu haben, keinen Druck zu haben. Denn ihr Sport sei vor allem eins, Training. Das ist ein sehr entspannendes Gefühl. Ich habe das bisher noch nie so gehabt, plauderte die Blondine aus. Doch ganz zur Ruhe komme nicht, sie wird gemeinsam mit ihrem Mann eine neue Tanzschule übernehmen.